Liebe Freunde, seid gegrüßt, hier ist MD Vegan. Heute mache ich einen leckeren Mango-Avocado-Salat und hier legt gleich los, eine Köstlichkeit, sondergleichen. Beide Zutaten, beide Grundzutaten liebe ich sehr und ich habe jetzt eine ganz tolle Mango erwischt, eine sehr große, und da kann ich euch sehr schön zeigen, wie ich kleine Stücke daraus schneide. Viele kennen den Trick vielleicht schon, aber es ist immer wieder schön, finde ich, das vorzuführen. Es geht ganz schnell. Ich brauche hier nur ein scharfes Messer, großes oder kleines, ist egal, und schneide jetzt hier am Stein der Mango entlang. Ja, mit dem kleinen Messer geht es auch, man kann ein großes nehmen. Und gerade am Schneidestein entlang kratzen, hier seht ihr schon, der Stein ist hier gerade sichtbar geworden. Ich habe genau entlang geschnitten und habe hier eine Hälfte, ja, der Mango, und ich schneide die jetzt, ich kann euch gleich zeigen, hier einfach ein, kräftig, bis zur Haut. Schön durchdrücken. So. Jetzt nochmal quer. Also ist nicht schräg dazu. Ich finde die Raupenform ein bisschen schöner. So. Auch wieder schön runterschneiden bis auf die Haut. Wenn es ein bisschen durchgeht, macht nichts. Müsst ihr schön kräftig drücken. Seht ihr, wie ich das mache? So. Und jetzt den berühmten Mangoigel aufklappen. Zack. Und da ist er schon. Jetzt seht ihr schon die ganzen schönen Stücke für den Mango, die ich so rausschneiden kann. Die kann ich runterschneiden, sodass sie da reinfallen in die Salatschüssel. Na? So ein bisschen behutsam vorgehen, bis man den ersten erwischt hat, weil die so ein bisschen eng zusammenstehen. Und dann kommt das Messer so ein bisschen schwer da rein. Aber sobald man das mal hat, geht es ziemlich einfach. Ziemlich leicht. So. Jetzt kommt es gleich zum Gewürzen. Da ist nicht viel dran. Ja. Ich zeige euch noch, wie ich es zu Ende mache. Ich habe noch eine andere Mangohälfte, aber die brauche ich jetzt nicht zu verwenden. Ich will euch nicht über Gebühr strapazieren oder Aufmerksamkeit. Das reicht, wenn ich jetzt hier einfach nur den ersten Teil vormache. Und den nächsten Teil werdet ihr dann, ja, es bleibt übrig, das kann ich auch, wenn ich will, nochmal abessen, ablutschen oder so. Ja, für dieses Gericht nehme ich die Schale nicht dazu, das soll schön weich sein. Hier habe ich ein paar so Mangostücke. Wie groß die sind, könnt ihr auch selbst entscheiden. Ja, da kommt noch die andere da rein jetzt. Dazu kommen jetzt die Avocados, die habe ich ähnlich klein geschnitten. Hier habe ich zwei große Avocados. Jetzt für dieses bisschen Salat nehme ich natürlich nur die Hälfte. Ja. Klein geschnitten, also ich halbiere die Mangos, die Avocados erst, wenn die schön reif sind. Dann nehme ich einen Stein raus und viertle sie. Und dann mit dem großen Löffel nehme ich dann die Viertel raus und schneide die in kleine Stücke. Ja. Hier Mango, Avocado zusammen, passt auch sehr gut zusammen. Wundert man sich vielleicht. Aber Avocado ist ja auch eine Frucht schließlich. Und dazu kommt jetzt noch das Korianderkraut, das sowohl zum Mango als auch zu Avocado auch ausgezeichnet passt. Das ist ein halber Bund. Ein halbes Bund Mango, Korianderkraut. Davon nehme ich jetzt auch die Hälfte. Die andere Hälfte kommt dazu, bin ich fertig mit dem Video. Dann mache ich noch ein bisschen mehr. Und auch eine halbe Schalotte. Ich habe jetzt hier eine ganze Schalotte klein geschnitten, eine mittelgroße, in kleine Stückchen. Davon kommt auch die Hälfte rein. So. Alles aufeinander. Und auch Schalotte passt sehr gut zur Avocado vor allen Dingen. Ja, das ist eine wunderbare Kombination. Dieses Fettige von der Avocado, der sehr gesunde Fette hat, zusammen mit der Zwiebel, das in der Schalotte, eine feine Form von Zwiebel, passt natürlich auch sehr gut. Und hier ein bisschen Ingwer. Ich habe hier mal eine Reibe, also eine Raspe, also eine Microplane nennt man das. Das kommt ursprünglich aus der Werkstatt eines Tischlers, einer Tischlerfrau. Die hat es einfach benutzt in der Küche, aus der Werkstatt heraus. Und danach ist es berühmt geworden, weil es so ein wunderbares Instrument ist, in der Küche, ein Werkzeug. Ich habe einfach ein bisschen Ingwer oben rein.
Ingwer passt sowohl zur Mango sehr gut, als auch zu Avocado, also gerade zur Mango. Ja, wenn man Mangosaft zum Beispiel trinkt, habe ich mal ausprobiert, ist ein Gedicht, ganz köstlich. Und nicht zu viel Ingwer rein, ist ja auch ziemlich scharf. Also hier bleibt noch ein bisschen was drin. Es kommt da rein und hier seht ihr dann ganz feine Ingwerstückchen sind das so gerieben. Ne? Seht ihr oben drauf den Zwiebeln, diese gelben. Das passt ganz toll zum Mangosaft. Der Geschmack des Ingwers, der hebt die Mango so richtig hoch. Ja? Passt perfekt. Diese Süße von der Mango, die hat auch eine kleine Pfeffernote. Und da kommt dann dieser Ingwer dazu. Der ist perfekt dazu. Ja? Und deshalb kommt auch hier Cayennepfeffer rein und noch ein bisschen Salz. Cayennepfeffer ist für die Mango sehr gut, sehr schön, als auch für die Avocado. Und Salz eher für die Avocado. Aber in diesem Salat passt beides sehr gut. Da finde ich zu viel Salz, nur so ein Drittel Teelöffel oder so. Und Cayenne natürlich sowieso nicht so viel. Das ist jetzt ziemlich scharf. Aber zur Mango und zur Avocado toll. Jetzt habe ich alle Zutaten zusammen, bis auf das letzte. Limettensaft. Hier habe ich eine große Limette ausgepresst oder zwei kleine, könnt ihr sagen. Auch davon nehme ich die Hälfte, tue ich da drüber träufeln. Jetzt können sich auch die Gewürze schön vermischen. Einmal unterheben, behutsam. Ja, ihr seht auch, dass ich die ganzen Zutaten, vor allem die Mango und die Avocado, die jetzt nicht so reif sind, dass die schon zu weich werden und alles zermaschen wird. Das finde ich nicht so schön, bei dem Salat. Reif soll natürlich sein, Mango soll schön süß sein, die Avocado schön weich, sonst schmecken sie ja nicht. Aber man kann die ja doch immer noch variieren, den Reifegrad. Also, hier gesagt, ich zeige es euch mal. Meinen kleinen Mango-Avocado-Salat. Und da kann ich nur sagen, frohen Herzens genießen. Das ist für eine Portion, eine kleine Portion für eine Portion. Alles zusammen wäre für ein bis zwei Personen, würde ich sagen. Eine leckere Vorspeise. Ja, viel Spaß damit. Und abonniert meinen Kanal, MD Vegan auf YouTube. Und dann kommt jeden Tag ein neues Rezept.